Eine Frage noch auch aus dem Forum. Ist es im heurigen Jubiläum sehr stärker angenommen worden? Haben sich mehr Leute davon angesprochen gefühlt? Oder ist der Kreis der Interessenten, Interessentinnen eher ein geschlossener? Also es gibt irgendwie alle, durch fünf teilbaren Jahre gibt es ein Gedenken mit 50 Jahre, 55, 60 oder so. Aber es hat so Möglichkeiten, einerseits etwas nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen und aber zu schauen, was hat es mit der jetzigen Gegenwart. Die Gegenwart von heute ist eine andere wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren. Und das sind immer neue Fragen, die Jugendliche, aber auch Erwachsene an die Vergangenheit stellen aus der Situation raus. Ne? Es finden in Bruck am 12. Februar Gedenkfeiern statt. Bis vor einigen Jahren hat es auch zur gleichen Zeit Sirenengeheul gegeben, also um Punkt 10 Uhr haben Industriebetriebe in der Stadt auch kurz einen Sirenenton von sich gegeben. Das hat es auch bis vor einigen Jahren gegeben. Wo haben Gedenkfeiern stattgefunden? Welcher Personenkreis war anwesend? Waren es nur Sozialdemokraten oder hat es auch andere gegeben? Geht der Kreis über den Bezirk hinaus? Also Leobenbruck selbstverständlich, aber dann ist eigentlich vorbei. In Kapfenberg auch. Kapfenberg, ja, aber dann ist vorbei. Gell? In unserem Bereich Eisenerz, weiß ich, das, mit dem wir besprochen, war sicher nichts. Im Lierzner Bereich war auch nichts. Gemeinsame Gedenkveranstaltungen, überparteiliche Gedenkveranstaltungen, die setzen natürlich voraus, dass beide Teile einen korrekten Zugang zur Geschichte haben, beziehungsweise die historischen Tatsachen, die von Geschichtswissenschaftlern ausgearbeitet worden sind, dass die anerkannt werden. Die Einladungen etwa in Graz waren eindeutig überparteilich, ja, weil wir über den ÖGB alle eingeladen haben, aber es nehmen konservative Parteigänger oder konservative Sympathisanten nehmen an diesen Veranstaltungen nicht teil. Und die heute für ausgesprochen schade, weil diese Distanzierung so wichtig ist. Und ich möchte es nochmal betonen, das ist kein Match zwischen SPÖ und ÖVP, das ist ein Unfug. Ja? Sondern da geht es darum, wie wir als heutige Demokraten richtig die damaligen Erlebnisse und die damaligen Ereignisse bewerten und wie wir uns gemeinsam dieser gemeinsamen Geschichte, dieser Verantwortung auch stellen. Im politischen Leben in unserer Stadt gibt es heute eine eindeutige Klärung der damaligen Zeit und eine zur Kenntnisnahme. Es gibt keine demokratisch gewählte Partei und nur solche sind in unserem Gemeinderat natürlich vertreten, die nicht um die Situation weiß, die Vertreter dieser Parteien, und wo man ein Mindestmaß an Konsens gefunden hat und offen darüber reden kann.